Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem ersten richtigen Video von GTA. Heute ein schöner kleiner Geldglitch für den Online-Mode. Was ihr dafür braucht, ist einmal das Programm Cheat Engine, ist in der Beschreibung verlinkt. Und ihr braucht ein Auto von einem Zivilisten. Das müsst ihr euch irgendwie beschaffen. Entweder ein parkendes oder ein fahrendes. Ich habe jetzt hier ein fahrendes genommen. Dann steigt ihr ein. Fahrt ist zu dem nächstbesten Los Santos Customs. Und da kommen wir auch zum nächsten Schritt. Also, ihr seid in Los Santos Customs angekommen und kauft euch irgendein Upgrade. Ich nehme meistens die Scheinwerfer, wie ich es jetzt hier in diesem Schnitt mache. Sobald ihr die Scheinwerfer habt, gekauft habt, öffnet ihr Cheat Engine und ich habe die Scheinwerfer jetzt erst gekauft. Ihr könnt Cheat Engine schon von Anfang an öffnen. Sobald ihr sie gekauft habt, geht ihr auf Verkaufen. Dort seht ihr den Verkaufspreis, in meinem Fall 8.550. Diesen Verkaufspreis gebt ihr jetzt ein, nachdem ihr oben bei Cheat Engine auf diesen roten Computer gegangen seid. Da GTA 5.exe ausgewählt habt. Das sieht man jetzt hier leider nicht. Aber sobald man das hat, gebt ihr bei Value diesen Verkaufspreis ein und klickt auf First Scan. Sobald ihr fertig gescannt habt, markiert ihr alle Ergebnisse mit Steuerung A und klickt auf diesen roten Pfeil. Sobald ihr die unten habt, markiert ihr alle unten mit Steuerung A erneut und macht einen Doppelklick, während ihr Steuerung gedrückt haltet, auf die allererste Zahl. Dort gebt ihr jetzt 999.999 ein, mehr nicht, sonst geht das nicht. Dann verkauft ihr euer Auto und wie ihr seht, ich habe 1 Million bekommen durch diesen Autoverkauf, beziehungsweise 999.999. Bei 1 Million funktioniert es irgendwie nicht, keine Ahnung warum. Ja, und das Geld könnt ihr jetzt einfach wirklich ausgeben. Das ist jetzt in eurer Online-Datenbank gespeichert, nicht nur auf eurem PC. Ich habe dadurch jetzt schon 3 Apartments gekauft, wie ihr es gleich auf der Karte sehen könnt, und auch schon einige coole Autos. Da unten sehen wir noch die 3 Apartments. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut ihr rein, ciao.